liebe Leute, von einer Sensation, sage ich mal unter Anführungszeichen, zur anderen Sensation. Während Gilles Dieter 7 Games in Folge den Satz gewinnt, ein Zwischenstand. Manfred Orion führt 2-0 gegen Bogdan Udirach. Das ist unglaublich. 2-0, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Aber dennoch, schauen wir mal kurz zu am Platz, wenn wir dann eh reingehen am Platz. Wir wollen ja ein bisschen auch die Kulisse sehen draußen. Hier sehen Sie im Hintergrund die Viadukte. Das Glas, das würde ich sagen, Markenzeichen hier des Tennisplatzes, das Viadukt. Schwenken wir hier kurz drüber. Es ist auch da übrigens der Mann von der BVZ im Hintergrund, meine Damen und Herren. Hat Markus Lindauer, den wird es einsammeln. Sensationell den zweiten Satz gegen Burkheiser 6-1 gewonnen. Also das ist alles noch möglich. Gilles Dieter im dritten Satz, Lindauer im dritten Satz, Manfred Euram 2-0 vorne gegen Bogdan Udirach. Liebe Leute, das ist ein Bundesliga-Aufstiegsspiel. Das sind eigene Gesetze. Schaut sich das sind die Zuschauer. Also ich würde sagen, es sind hier rund 30 bis 40 Zuschauer da. Das sammeln wir ein vom Badener Bezirk, von Mattersburg Umgebung natürlich. Stehen ja da, es wurde hier ein kleiner Wind, ein Windhämmer, ein Zelt aufgebaut. Ich hoffe, es gibt dann Würsten oder irgendwas. So schaut das Ganze aus hier. So, wir sind hier jetzt am Center Court hier, Mattersburg, Manfred Olram bei der Pause. 2-1 führt er gegen Bogdan Udirach. Ich habe es vorher dann den Score einmal gefilmt. Bogdan Udirach. Er spielt der Beinhardt in der schwarzen Trainingshose. Und dem Trainer. Langer Arm, es ist kalt. Schon ein paar spektakuläre Ballwechsel gegen Manfred Olram. Kann frei von der Leber drauf losspielen. Ohne Druck natürlich. Aber es wird natürlich ein Kampf gegen Windmühlen in dem Fall. Schauen wir uns ein bisschen was von seinem Spiel an. Kann alles reinhängen, alles was er hat in seinem Repertoire gegen Bogdan Udirach, da hat er keinen Druck. Slicer. Gut gemacht, der bewegt den Bogdan Udirach, die gibt er auch. Ja. Der Ball ist. Wir sind das gut konzentriert. 2-1 führt er jetzt 0-15. Ich bin gespannt, ob Bogdan Udirach nicht dann irgendwann einmal sagt, okay, genug der Späße. Jetzt machen wir ernst. Also viele Chancen kriegt man gegen so einen Klassemann nicht. Ich glaube, er hat 6 ATP-Titel gewonnen. Aber korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Schaut auf Wikipedia einfach nach. Das Spiel dauert natürlich noch, also wir werden natürlich noch genug bringen von dieser Partie. Das ist das Highlight des Tages, das Top-Spiel der Woche. Aber das sind natürlich auch Verhältnisse, wo man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Tennis zeigen kann. Es ist die Umstände, der Wind, die Kälte, wo man ein bisschen, sage ich mal, steifer wirkt. Nicht so locker ist, also wenn es zum Beispiel jetzt 25 Grad hat. Alles macht natürlich einen Unterschied. Das ist der nächste Pressevertreter, der darüber redet. Nein, ja, Fotografen sind einige da natürlich. Ich finde das ziemlich locker, also bewegt er den Manfred sehr gut. Und somit gleich daraus. 2-2.
wir steigen jetzt wieder ein hier bei Olli Rach. Wollram. 4-2 steht es für Bocken Olli Rach. Und Wollram serviert. Es ist schon langsam. Also, ich habe den Eindruck, wenn ich das Bocken Olli Rach hier, wenn überhaupt, einen geringen Prozentsatz seines Leistungsvermögens hier abruft. Warum auch? Er braucht, glaube ich, ja. Man spielt ja oft nur das, was man braucht. Jetzt geht Manfred Ollam ans Netz. Schließt hier ab mit einem herrlichen Angriff und einem Volley. Ich schaue, ob es hier noch was gibt. Mittlerweile auf Platz 2. Shot von Markus Lindauer, der aber 4-0 zurück ist. Also da sieht man doch, dass bei Lindauer die Kräfte schwinden und Burkhalter doch der fittere Spieler ist. Ah, und dieser Netzangriff führt zu einem Volleyfehler. Das sind es Lindauer gegen Burkhalter. Lindauer gibt schon langsam die Kraft aus. Das ist ein Doppelfehler. Schade. Hintergrund eine herrliche Kulisse. Schauen Sie das an. Das ist herrlich. Herbsttag. Der Viadukt. Der Viaduktreihe. Dann gleich wieder auf Ollram gegen Ullrach. Das ist Dennis. Fehler. 5-2 für Bogdan Ullrach. Es geht hier relativ rasch. Es kommt auch mittlerweile zu keinen langen Ballwechseln mehr. Das ist gar nicht möglich. Hier bei Lindauer gegen Burkhalter, da gibt es schon eher die langen Rallyes, die aber jetzt des Öfteren vermehrt Burkhalter für sich entscheidet. Aber wieder ein Schuss mit der Vorhand von Markus Linder, der jetzt einfach riskieren muss in diesem Spiel und sich eigentlich auf dieses doch eher abwartende und schachlastige Tennis von Burkhalter nicht einlassen darf. Ich gebe jetzt auch einen Zwischenstand durch von der Dreierpartie. Der bringt er auch noch. Den kennen wir bereits, den Stand 15-0. Kiefer hat auch 15-0 geführt. Drüben steht es 2-2 bei Kiefer gegen Gildieter. Ich hätte mir nie gedacht, dass Gildieter das Match so offen hält. Jetzt spielt er mal Uli nach die Stops. Gegenstop. Da rennt er nicht mehr daran. Fette Kräfte, den muss ich schonen. Da wollte er ihn hackeln. Da lässt sich Uli Rach natürlich lässt sich nicht hackeln. Gerhard Rodak telefoniert da draußen, der spielt ja bereits selber in der 45er. Die haben ja heuer irgendwie durch Termine die Mannschaft, also die Nennung zurückgezogen in den Aufstiegsspielen. Schade eigentlich. Also ich hätte auch hier bei Rodax erwartet, dass sie da auch in die 45er Bundesliga raufmarschieren. Vielleicht nächstes Jahr. Oder wir werden Manfred Biermeier, der heute auch noch im Einsatz ist, befragen. Doppelfehler von Bogdan Ullrach. Also das Ganze für ihn heute, wir summen ihn hier ein, ist schon ziemliches Easy Money, das hier Bogdan Ullrach verdient. Ich glaube, der ist in der Trainingshose hergefahren und fährt auch wahrscheinlich wieder ohne umzuziehen in der Trainingshose nach Hause. Der ist out. Nächstes Jahr sicherlich interessant für Rodax, wenn dann wirklich Kaliber kommen, wie zum Beispiel Colony oder Klosterneuburg. Da sind dann alle Spieler gefordert.
Ist da wieder ein Doppelfehler von Bogdan Urbach? War das das Matchball? War das der Matchball für Konstantin Burkhäuser? Er würde ihn wahrscheinlich outgeben. Kann er ihn outgeben? Wieder ihn outgeben? Oder macht es zwei mehr? Das wäre ein faires Angebot hier. Das könnte der Matchball gewesen sein oder auch nicht. Ja, sie sind fair, beide Sportsmänner, und machen zwei mehr. Alles wird live kommentiert. Ich mache das. Alles wird live. Zu Hause Hockey mit. Es geht ja schließlich um was, ne? Na sicher. Burkhäuser. Sie wird jetzt noch einmal. Das ist aber out. Das ist die Schlussphase. Burkhäuser, der fittere Mann, spielt ein unangenehmes Linkshänder-Tennis. Und schlägt jetzt auf, ich weiß nicht, steht 40-30, 30-40. I don't know. Ah, Federn.